Hallo YouTube. Ja, gerade war die Post da und es gab Geschenke. Ist das schön? Mein besonderer Gruß geht an Carsten aus Nürnberg. Schönes Paket zurecht gemacht. Abdeckpapier, sehr gut. Noppenfolie. Ah. Mein innerer Monk dreht gerade durch. Noppenfolie ist cool. Mal hier hinstecken. Ein Blech. Ich weiß ja schon, wofür es ist. Und zwar ist das ein nagelneuer Dreieckslenker für einen Lupo. Vielen Dank nach Nürnberg. Geil. Ist das geil? Die teile ich gleich mit meiner, das teile ich mir gleich mit meiner Frau. Sehr genial. Ein Traggelenk mit zwei Ostereiern. Hammermäßig. Wattnarbe, Fettdeckel, denke ich mal. Traggelenk, Schrauben. Ja, ist immer gut. Ja, ein nagelneuer Dreieckslenker. Lupo, perfekt, genial, mit Lagern. Der Hammer, kann ich immer gebrauchen. Super, besten Dank nach Nürnberg auf jeden Fall. Ja, okay, ich räume das mal zur Seite und dann. Ach so, noch was. Ich habe bis jetzt 120 Euro gespendet bekommen für eine neue Kamera. Das ist nicht vergessen. Ich gucke auch schon, ich habe mir einen Tipp geholt von jemandem. Es geht um die, oh, wie heißt das Ding? Actioncam, Dings da. Irgendwas mit Action 5. Ah, ich vergesse diese Markennamen ständig. Und ja, ich gucke auch schon, dass ich die irgendwie zusammenkriege. Dazu brauche ich offensichtlich auch noch ein Mikrofon. Und ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten, ne? Ist nicht vergessen. Dann noch ein externes Mikrofon, dass ich mir das irgendwo hinklöppeln kann. Ja, dass man mich auch versteht. Offensichtlich verstehen mich immer noch manche Leute nicht. Ja, okay, nochmal besten Dank an Carsten nach Nürnberg. Der Mann heißt doch Carsten, oder? Der heißt Carsten. Genau. Nochmal besten Dank. Super. So, was habe ich heute gemacht? Sowieso schon mal an der Front war, habe ich hier das eine oder andere nochmal sauber gemacht, die eine oder andere Schlauchstelle neu gemacht. Motor ist jetzt allerdings noch roh, muss noch versiegelt werden. Ja, da kriege ich auch noch hin. Schaffe ich, denke ich. Ja. Okay. Dann sage ich mal, bis gleich. Heute geht es um Schweißen. So, heute geht es um Schweißen und Schweißgeräte. Also unter anderem. Ja, wenn ihr vorhabt, euch ein Schweißgerät zuzulegen, ich lehne ehrlich gesagt diese Billigteile aus dem Baumarkt ab. Ja, man bezahlt 200 bis 240 Euro. Da kann man kleine Gasflaschen mit reinsetzen und dann ist es gut. Halte ich nichts von. Das Problem ist, man bekommt für diese Dinger keine Ersatzteile. Ihr habt ja gesehen, ich habe diesen Schütz hier ausgetauscht. Jetzt funktioniert das Ding wieder. Ja, das Ding ist aus einer Werkstattauflösung, in keinem besonders guten Zustand optisch gesehen. Ich habe auch nichts dran gemacht. Nur einmal praktisch mit Druckluft durchgepustet und es funktioniert einwandfrei. Ja. Die Seitenwände habe ich runtergenommen, zwecks Kühlung. Ist eigentlich auch nicht nötig, aber ne? Das Ding hat einen Ventilator da hinten. Ich bekomme alle Ersatzteile, wirklich alle. Das ist ein Industrieschweißgerät, was ich auf 220 und 380 Volt laufen lassen kann mit einem Adapter. 220 Volt habe ich hier. Einstellbar.
Drahtvorschub und diverse Schweißprogramme in Bezug auf Punkten etc. brauche ich jetzt nicht wirklich. Also ich mache nicht so viele Punkte, dass ich das Ding wirklich programmieren muss. Da steht jetzt auch, das Gerät ist mit einer Steuerplatine ausgerüstet und so weiter und so weiter. Ne? Kriegt man für 150 bis 200 Euro, kriegt man die Dinger ohne Schlauchpaket. Schlauchpaket kostet 14 Euro. Ich habe auch eins hier dran. Ja. Deshalb auch immer auf den Euro-Anschluss Wert legen. Der ist wirklich gut, um das Schlauchpaket schnell zu wechseln. Wie gesagt, ich habe jetzt dieses Ding hier, glaube ich, 9 Monate. Und einiges damit geschweißt. Geht ganz gut. Ich habe etwas längeres genommen. Ich werde auch noch ein längeres näher holen, damit das Schweißgerät ein bisschen statischer stehen bleiben kann, dass ich das nicht immer hinter hin und her schleppen muss. Gas. Ich schweiße mit 10 Litern. Ja. Und ich schweiße nicht mit Argon, ich schweiße auch nicht mit irgendwelchem anderen Firlefanz, ich schweiße mit Kohlensäure. Das reicht für Punkten. Ne? Bei Karosserien arbeiten reden wir von reden wir vom kurzen Punkten. Ne? Und hier ist Biogon für Lebensmittel, das ist Kohlensäure. Ne? Deswegen, das kostet 20 Euro kostet so eine Flasche. Also die Füllung. Ne? 49 noch was oder 99 Euro inklusive Füllung die Flasche. Und dann immer austauschen für einen 20er. Das geht. Ah, hier steht's. Kohlendioxid. Ja? Nö. Ist effektiver, reicht vollkommen. Man braucht kein Argon, wenn man nicht gerade Edelstahl schweißt oder irgendwelchen anderen Kram. Karosserieblech. Und Punkten. Ich mache ja kaum Nähte. Ja. Okay, das machen wir jetzt mal auf. So, dann sieht man das hier. Da steht schon auf 10. Ja. Okay. Wie schweißt man, wie stellt man jetzt so ein Schweißgerät ein auf Punkten, dass dann ordentlicher Schweißpunkt bei rauskommt? Einschalten ist schon mal eine gute Voraussetzung, Gas aufdrehen auch. Ich habe hier mal so einen Rest von einem Reparaturblech hingelegt. Da wird man das gleich sehr gut feststellen können. Ich schweiße mit 0,8er Draht. Ja. Dann werden wir das gleich sehen, was das für Punkte ergibt. Ich stelle euch mal auf Stativ. So, da haben wir jetzt das Blech. Mal kurz den Draht entwirren. So, da bin ich. So, wir schweißen jetzt mal völlig falsch. Ne? Völlig falsch. Okay, ich habe gelogen, das war völlig richtig. Jetzt habe ich da fast echt in die falsche Richtung gedreht. So. Wie man hier sieht, der erste ist sehr aufgewölbt, der zweite ist sehr gut durchgegangen. Ja. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man jetzt praktisch ein Blech da oben drauf hat, mit einer entsprechenden Lochpunktung, ist der zweite wesentlich effektiver. Das wäre jetzt in diesem Fall hier Stufe 4 und den Drahtvorschub auf 6. Eine vernünftige Entfernung finden. Da kann man gut laufen lassen. Ich mache mit meiner Lochzange 6 mm Löcher. Dann sieht man schon ganz gut, dass das ordentlich durchbrennt und nach innen eine vernünftige Verbindung aufbaut. Ich hole jetzt mal ein zweites Blech, dann sehen wir uns gleich wieder.
So, das ist die Loch- und Absetzzange. Ich habe hier ein kleines Blech. Jetzt kann ich hier Folgendes machen. Ich kann jetzt diesen Kopf hier drehen. So. Ne? Jetzt kann ich mir hier diese Kante vornehmen. Ich stecke die hier rein. Wie man hier sieht, ist das der Absatz, der da erzeugt wird. So, jetzt haben wir einen schönen Absatz da drin. Geht sehr schnell. Ne? Dann drehen wir den Kopf wieder um. Und lochen das Ganze. Geht auch sehr leicht. Schöne kleine Blechchips. So. So, jetzt schnappen wir uns das andere Ding. Suchen uns eine gerade Kante. Fahren ein bisschen weniger Leistung, weil wir jetzt hier am Rand sind. Aua. Naja, macht nichts. So, jetzt hier sehen, kommen wir hier auf dieser Seite jetzt quasi auf eine ebene Fläche durch den Absatz. Ja, und so schweißt man Karosseriebleche. Auf gar keinen Fall stumpf. Das erzählen viele Leute, sie würden stumpf einschweißen. Nicht machen. Nicht bei, vor allen Dingen nicht bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Schwellern oder sowas in der Richtung. Das macht man einfach nicht. Warum macht man das nicht? Weil diese überlappende Punktschweißung schlicht und ergreifend Werkstandard ist. Irgendwann ist so ein Auto mal geprüft worden in Bezug auf Crash-Sicherheit. Und stumpf eingeschweißte Bleche haben einfach nicht die Festigkeit wie überlappende Bleche. Klingt logisch, oder? Ich kann den Schweißpunkt quasi von einem stumpf eingeschweißten Blech, ich kann das so abbiegen. Ne? Davon kriegt man das nicht mehr runter. Das ist das große Problem am überlappenden Schweißen. So, wenn das jetzt bearbeitet wird, einmal abflexen die Punkte, dann kann man das weiter bearbeiten. Ja, mehr ist das nicht. Das ist ein gerades Blech. Ja, der T3-Bus wird in Kürze zurückkommen. Deswegen bin ich dabei, das Schweißgerät einzustellen. Das wird wohl nichts mit dem mit der Karosseriefirma. Ja. Das klingt alles in allem extrem teuer. Ja. Man darf übrigens auch keine Nähte schweißen auf Karosserieblech, beziehungsweise, ne? Es ist zu viel Hitze. Das geht gar nicht. Eigentlich. Kommt drauf an, wo man schweißt. Ne? Auf Flächen wird es nichts, weil es dann wellig wird. Auf, sagen wir mal, wenn man Schweller durchschweißen will, macht das auch relativ wenig Sinn, weil die Nachbearbeitung unglaublich ist. Ich zeig's mal kurz.
Schlicht und ergreifend zu viel Hitze. Merkt man schon. Das Blech hält das auf die Dauer nicht aus. Und so eine Wurst möchte man auf der Innenseite auch nicht unbedingt haben. Das ist in Bezug auf den späteren Rostschutz nicht wirklich witzig. Durchpunkten, bis eine Bahn entsteht, auch schön, super. Aber man sieht hier schon, wie sich das Material verzieht. Am Ende gibt das unglaublich viel Vorarbeit zum Lackieren. Man sieht die ganzen Bögen, das war gerade noch gerade. Ja, deswegen konnte ich das ja so ansetzen, dass es gerade wird. Nicht machen. Einfach nicht machen. Das macht keinen Sinn. Ja, punkten, bearbeiten, Rostschutz drauf. Vorher Schweißprimer natürlich. Ich nehme Zinkspray, welches leitend ist. Und dann funktioniert das. Danach kann man, nach dem Rostschutz kann man dann spachteln. Sieht kein Mensch. Werden wir auch noch sehen. Ich werde ja noch so ein paar Karosserieteile machen. Da kommen noch genug Gelegenheiten. Ja. Gut. So viel dazu. Also wie gesagt, Schweißgeräte. Sucht euch Werkstattauflösungen oder sucht euch Industrieschweißgeräte. Die sind vielleicht alt, aber es gibt alle Ersatzteile. Meins ist hier, glaube ich, vom Baujahr 91 oder 92. Funktioniert super, wie man jetzt gerade sieht. Obwohl, ich muss den Drahtvorschub gerade mal ein bisschen strammer stellen. Ich glaube, der hakt manchmal. Habe ich so ein Gefühl. Aber wie gesagt, ich punkte normalerweise. Deswegen ist das ziemlich egal, wie schnell der Draht oder ob der stecken bleibt beim Nahtschweißen. Mache ich halt nicht. Das ist halt so. Nee, Industrieschweißgeräte von renommierten Marken. Ich habe jetzt hier ein Elektrobeckum. Ich glaube, die Firma gibt es gar nicht mehr. Aber es gibt eine Internetseite für Ersatzteile. Hat mittlerweile irgendjemand übernommen, das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Und nee, es funktioniert und der Ersatzteilversand, innerhalb von 2 Tagen hatte ich den neuen Schütz da. Funktioniert wieder. Also ich habe jetzt einen bei dem Schweißgerät beigekriegt, dann habe ich jetzt eingebaut. Ich habe jetzt noch einen nachbestellt, weil das ist offensichtlich der Schwachpunkt bei so einem Schweißgerät. Wenn man nur punktet, da der ja dauernd schalten muss offensichtlich. Wie gesagt, so genau kenne ich mich damit nicht aus, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Da stand auch schon einen ganzen Winter draußen. Das interessiert das Ding einfach nicht. Nö, das war es erstmal zum Schweißen. Ne? Future, Fridays for Future ist, ja, wenn man seine Kinder benutzen lässt. Ich werde jetzt mal gleich noch ein Video einblenden. Das ist in Hamburg stattgefunden. Nichts gegen die Kinder. Kinder sind manipulierbar. Ne? Sollen sie auf die Straße gehen? Klimaschutz ist letztendlich auch wichtig, finde ich. Ist wichtig. Umweltschutz, Klimaschutz ist wichtig. Aber letztendlich wird hier nur ein Konjunkturprogramm daraus gemacht. Und die Eltern, ihr werdet gleich in dem Video sehen, was das für Eltern sind. Ne? Fettgefressene Vollidioten stellen sich dahin und faseln irgendeinen Dünnschiss, von denen sie selber keine Ahnung haben. Das nennt man dann wohl Glaube. Ich bin auch nicht wahnsinnig religiös. Aber die glauben an irgendetwas, wovon sie selber nichts verstehen. Plappern nur irgendwelche Leute nach und wollen uns irgendetwas verbieten. Letztendlich haben die selber ein schlechtes Gewissen und wollen das kompensieren, indem sie anderen Leuten etwas verbieten oder verbieten lassen. Ne? Die können sich das ja weiter alles leisten. Die haben ja meistens ein SUV in der Garage stehen und ein Elektroauto. Ach ja, Elektroauto. Gerade den Hilferuf eines amerikanischen Gebrauchtwagenhändlers bzw. Autohändlers gehört. Nach 10 Jahren könnt ihr die Dinger in die Tonne treten. Sind komplett wertlos. Ja, hat er jetzt gerade anhand des Nissan Leaf. Und wir wollen uns mal direkt unterhalten. Ne? Nicht jeder kann sich einen Tesla kaufen. Ja, Teslas halten vielleicht auch länger und 1 Million Kilometer, bla bla bla. Die Dinger sind schweineteuer und kein Mensch kann sich die Dinger leisten. Punkt. Was hier übrig bleibt, ist Nissan Leaf etc. Und die sind de facto nach 8 bis 10 Jahren komplett wertlos. Die kannst du wegschmeißen. Keiner kauft sich für 20.000 Euro ein neues Akkupaket. Ergo ist die Nachhaltigkeit dieser Fahrzeuge für die Tonne. Alle Elektroautos. So, jetzt habe ich heute bei
einem bekannten YouTuber einen Hypermiling gesehen mit einem Mercedes Hybrid 300 Hybrid oder sowas in der Richtung. Irgendwie, oder wie heißt das? Plug-in Hybrid oder sowas. Hat auf jeden Fall ein E-Kennzeichen. Ja, der Verbrauch ist monumental auf Langstrecke. Weil irgendwann steigt der Elektromotor aus nach 50 Kilometern. Dann ist Ende mit Akku. Und sowas hat ein E-Kennzeichen. Sowas wird subventioniert. Ja? Mit einem grünen Gewissen. Ja. Ja. Und schon habe ich wieder den Kaffee auf. Für heute. Ja? Wir pflanzen Bäume. Heizen mit Holz. Fahren ohne fossile Brennstoffe mit unserem Geländewagen durch die Gegend. Und kriegen dusselige Blicke von irgendwelchen Vollpfosten in Hamburg. Ja. Vielleicht mal den Kopf aus dem Arsch ziehen und vielleicht mal ein bisschen Bildung nachladen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr heute. Das reicht jetzt schon wieder. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Wir sehen uns. Ciao. Das wird ja immer besser.